Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Heute geht's weiter mit der Disney Villain Challenge. Und die liebe Lady spielt hier gerade an der Kommode. Und wir werden einfach mal schauen, was die beiden anderen machen. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss Raymond hier jetzt noch ein paar Sachen spenden. Das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar spenden wir jetzt hier einmal den Pferdemist, weil wer weiß, vielleicht kann der ein oder andere Farmer ja guten Dünger gebrauchen. Und dann schauen wir mal, wie es der kleinen Lady geht. Sie ist sehr, sehr müde. Und dann würde ich doch sagen, werden wir Lady einmal ins Bett legen. Und dann kann sie nochmal ein kleines Nickerchen machen. So, und dann schauen wir auch mal ganz kurz, wann Lady Geburtstag hat. Okay, sie hat morgen, also am Sonntag Geburtstag. Ich weiß nicht, ob das in diesem Teil noch passieren wird oder ob wir das eben, ja, im nächsten Teil machen werden. Werden wir dann sehen. Wir werden dann jetzt hier ihr einmal eine gute Nachtgeschichte erzählen. Und die liebe Merle hat jetzt auch ihre Midlife-Crisis überstanden. Und sie ist jetzt zufriedener mit dem, ja, was sie so alles erlebt hat. Jetzt ruft Ella an und fragt, ob wir rüberkommen möchten. Ja, würde ich sagen, machen wir definitiv. Und dann nehmen wir einmal den kleinen Raymond mit. Und die liebe Lady kann dann jetzt hier einmal beim Babysitter zu Hause bleiben und einmal ein wenig schlafen. Da sind wir angekommen und die komplette Familie White steht hier vorne und applaudiert uns erstmal, dass wir zu Besuch gekommen sind. Dann werden wir natürlich einmal Ella eine unglaubliche Geschichte erzählen. Und der kleine Raymond kann dann sich jetzt hier auch mal, mit den anderen Sims unterhalten. Wir werden uns dann natürlich auch mal Kara vorstellen und werden uns dann natürlich auch Charlotte vorstellen, weil das ist ja die Ehefrau vom lieben Markus. Wir können dann auch mal ganz kurz schauen, oder wir schicken Mel jetzt erstmal hier auf Toilette und dann können wir hier mal ganz kurz schauen, ob der liebe Raymond auch hier was spenden kann. Wir werden dann hier jetzt nochmal einmal eine Biene spenden. Dann haben wir das nämlich auch einmal abgeschlossen. Und dann müssen wir uns theoretisch nur noch um das Teleskop kümmern. Ich weiß auch, dass wir hier ein Teleskop haben. Deswegen können wir auch hier einmal den Himmel beobachten. In der Hoffnung, dass jetzt hier nichts wieder auf uns zurast. So, dann müssen wir uns natürlich erstmal hier umschauen, wo wir hier diesen Banketttisch haben. Dann würde ich sagen, ja, werden wir hier einmal nochmal das Essen servieren. Und hier hat Mel einfach während ihrer gesamten Kindheit gewohnt. Hier ist ja auch leider Henry verstorben. Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, hat er ja praktisch sein Leben für die liebe Ivy gegeben, also damit er sie nicht verliert oder vielmehr damit die Familie sie nicht verliert. Und er müsste dann irgendwann halt auch gehen, weil der Sensenmann gesagt hat, es wird Zeit. Dann werden wir Ivy jetzt hier einmal liebevoll umarmen und dann könnten wir ja theoretisch auch mit Ivy noch ein paar Fotos machen, damit wir halt da auch die Erinnerungen haben. Und dann schauen wir auch direkt mal, wie es dem kleinen Raymond geht. Okay, er schaut hier noch durch das Teleskop, alles noch gut. Und damit Raymond auch gleich zu den Pfadfindern gehen kann, sollte er besser, obwohl er hat eigentlich gar keinen Hunger, dann schicken wir ihn doch besser erst einmal auf die Toilette und dann werden wir uns natürlich auch mit Mel noch bei Charlotte vorstellen. Und jetzt möchte Mel einfach romantische Sims mögen. Darfst du auch sehr gerne machen. Und vielleicht werden wir dann auch hier noch ein wenig mit Henrietta Kontakt knüpfen. Wir teilen ihr hier einmal die neuesten Babyfotos mit ihr. Und wer kam jetzt da? Philipp ist zurück, also Philipp ist da und wer kam jetzt hier rein? Also war da kein Kind, der da dabei war? Keine Ahnung, auf jeden Fall werden wir uns dann natürlich auch noch mit Philipp unterhalten. Und zwar werden wir jetzt hier einmal die starke Beziehung wertschätzen. Ah, okay, das war Raymond, glaube ich. Raymond ist jetzt auf dem Weg zum Pfadfindertreffen. Oh, und Mel und Philipp haben jetzt einfach, weil sie halt die Beziehung wertgeschätzt hat, einfach eine Emotion bekommen. Ich schätze dich auch, wir sind durch dick und dünn füreinander da. Das ist so süß. Und ich würde sagen, damit wir einfach nicht hier daheim die ganze Zeit verbringen, werden wir doch einfach jetzt mal zum Markt von Finwick reisen und machen somit einfach einen Familienausflug. Dann werden wir jetzt nämlich hier einmal schauen, ob wir hier für ein paar Hennen oder so abstimmen können. Okay, wir können aktuell, glaube ich, auch gar keinen Beitrag einreichen, weil Mel ja auch so nichts im Inventar hat. Das wusste ich jetzt nicht. Also ich wusste nicht, dass wir hier solche Sachen einreichen können. Aber ich würde sagen, wir reichen einfach mal eine Tomate ein. Mal schauen, vielleicht ja. Oh, Snow ist die Richterin. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sie ist einfach von uns beeindruckt. Wir machen dann jetzt hier einmal einen Witz über die alten Zeiten. Dann machen wir natürlich nochmal ein Kompliment über den Wettbewerbseintrag. Mal schauen, ob wir dann vielleicht bevorzugt werden. Und es ist einfach so schön, ja, dass man die komplette Familie einfach hier in Hanford und Beckley findet. Und dann würde ich sagen, werden wir dann hier auch nochmal eine Himmelslaterne steigen lassen. Und wie sie einfach gerade ihren Neffen begrüßt hat, das ist doch so süß. Und wir werden uns jetzt hier einmal zusammen hier auf diese Pilze setzen. Und Raymond schicken wir vielleicht nach Hause, weil er ist ja schon ziemlich müde.
Und dann werden wir natürlich einmal hier noch mit Markus plaudern. Er umarmt jetzt erst einmal alle. Dann werden wir jetzt hier einmal noch mit ihm Fotos teilen und werden dann auch hier eine dramatische Geschichte erzählen. Und wir haben jetzt einfach mit Markus eine neue Erinnerung geschaffen. Größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Mal hat jetzt hier einmal eine große Runde Malzbier für ihre Freunde bestellt. Also was heißt für ihre Freunde? Für ihre Geschwister. Und alle werden jetzt hier gemütlich hier diesen Abend ausklingen lassen. Und ich würde sagen, so glücklich wie die liebe Mel jetzt hier ist, lassen wir die Familie Meshram dann auch nochmal zurück. Im nächsten Teil wird dann definitiv die kleine Lady Geburtstag haben. Wenn ihr Anregungen oder ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss.